Heavy ist im Grunde ein Hans im Glück. Er ist jemand, der vor lauter Schicksalsschlägen steht und immer doch aber irgendwie noch einen Schlupfwinkel findet, wo er das Beste draus machen kann. Wir haben ein interkulturelles Musikensemble, das in dem Fall jetzt die osteuropäische Klezmermusik darstellt. Und dieses Ensemble besteht seit etwa 4 Jahren. Wir treten in unterschiedlichen Produktionen auf, wo aber gerade die Interkulturalität und die Suche nach eigener Identität eine besondere Rolle spielt. Das war zur Premiere in den 60er Jahren genauso aktuell, wie es heute ist, von der Thematik her. Obwohl ich glaube, dass man es deswegen nicht jetzt versuchen muss, in die heutige Zeit zu versetzen. Ich glaube, die Geschichte erzählt sich, auch wenn man die in ihrem Ursprung gelassen hat. Naja, insofern natürlich anders als diese Geschichte ja, auch jetzt, wenn Anatevka ein fiktiver Ort ist, aber trotzdem geht's ja, steht die Geschichte in einem historischen Kontext. Und diese Tradition, diese jüdische Tradition, die gibt's. Die kann ich nicht erfinden. Anatevka ist in gewisser Weise zeitlos, weil es auch um Vertreibung geht. Es geht darum, wo Menschen ihr Glück finden und was ihnen Heimat bedeutet. Und das ist aktueller denn je.